Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Path Endgeil. Wir sind Endgeil, Alter, im Zepter Gottes, oder wo man das bedeuten mag. Und wollen mal jetzt gucken, wer da oben auf dem Dach sitzt und mit Blitzen um sich wirft. Ja, in der letzten Folge haben wir allerhand hier in dem Turm zerstückelt, Alter, und auch gefunden. Nicer Stuff dabei, da muss man schon so sagen. Wie immer begrüße ich natürlich alle, die hier um diese völlig unchristliche Uhrzeit, wie man ja sagt, um 1:30 morgens, Alter, auf dem Sonntagmorgen zugucken. Und natürlich auch Gruß an dich auf YouTube. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn du mir vielleicht ein Like und einen Kommentar hinterlässt. Das heißt vielleicht, das ist deine verdammte Pflicht als mein Zuschauer. So, das hilft mir sehr und da freue ich mich sehr drüber. Wir gehen hier die Treppe hoch. Adelstochter steht da. Oben. Also es kann auch Adelstochter heißen. Oder Adelstochter. Aber wir einigen uns auf Adelstochter. Mal gespannt, was es damit auf sich hat. In einem Stahlkäfig. Okay. Wisst ihr, wer das ist? Es gibt verschiedene Klassen, die wir am Anfang auswählen können. Ne? Den Duellisten, den Marodeur, den Templer, die Hexe, die Waldläuferin, oder den Dieb und wie auch immer die heißen. Und es gibt noch einen anderen Charakter, und zwar sie. Und die spielen wir jetzt anscheinend frei. Though we were worlds apart before. Exile has brought us together. Back in Aureath, there were those that referred to me as the Wonder Child. But as you've likely discovered, titles mean little here. Wonder, exile, monster, hero. It's not the name that defines you. It's what you do that makes you what you are in Rayclast. Thank you. You have given me what matters most. The freedom to finish what I started. Errungenschaft abgeschlossen. Freiheit. Nice. Though we were worlds apart. Ja, freigeschaltet heißt das Gespräch da auch. Nice. Die kann ich euch auch mal zeigen. Jeder Charakter fängt ja auf so einem Teil an. Ne, hier Marodeur oder was, wer auch immer wo ist, ich weiß es nicht. Und sie fängt genau in der Mitte an. Ne? Genau in der Mitte von den ganzen. Und kann quasi in alle möglichen Richtungen. Die hat, glaube ich, genauso viel Intelligenz wie Stärke wie Geschick. Dadurch hast du da bei ihr natürlich alle Wege offen. Also sieht das ein bisschen zwiegespalten. Wenn du weißt, du willst einen machen, der mit Stärke übelst draufhaut, macht's wenig Sinn, sie zu nehmen, sondern nimm doch den, der von Haus aus schon viel Stärke hat. Weißt du, wie ich meine? Und wenn du einen Magieanwender machen willst, dann nimm dir doch einen, der von Haus aus schon viel Intelligenz hat. Aber das ist halt cool, weil sie so variabel ist, ne? So. Bin gespannt, Alter. Ich würde gerne Malakai jetzt treffen, endlich. Wir haben jetzt so viel von dem gehört.
Alter. It's alive! Welcome to the greatest of arenas, duelist. God is watching. Holy crap! True face of God, Exile. Drink not from God. Dominus. Holy crap. Ich guck grad, wir können standhalten. Es sei denn, er hat noch eine krassere Attacke. Drink not from the light of divinity. Ganz gut, da können wir hier unsere Flaschen wieder füllen. Komm schon, Dominus, du Arschkerbe. This world is an illusion, Exile. Ich hau einfach drauf. Noch geht's. A just death to address an unjust exile. I think we're even now, High Templar. What the fuck? I believe in traveling light. What the fuck? Ich bin gleich wieder da. Krasse Scheiße, Alter. Was war denn das für ein kranker Dude, Mann? Still breathing, eh? Und ich muss mal ein paar Idefix holen. Hallo. Seiner eigenen Kreation besessen. What's up? Nee.
nichts, was mich jetzt extrem entzücken würde. Sonnengewand. Können wir mal mitnehmen? Ja, ist ja gut. Grinsender Fetig. Das Hakenschwert. Mal sehen. Vergoldeter Schaller. Aber so einen haben wir ja, glaube ich, auch sogar. Hundertneuner Schuhe. Gut, komm, quatsch mal mit der. You have mounted the summit of the Empire, not a cockroach. You have crushed the bug emperor and wiped his maggot dreams from the skin of Rayclast. Dominus exiled you, naked and alone, unto the palm of death. But you would not die, would you? No. No. You cuddled death, promised it the world, made it your conquest, and so generously shared it with all your fleeting friends here in Rayclast. Not once did you forget what you were. Not a cockroach feeding on the corpse of a dead empire, like the pests you crushed as you walked. A man. The sort of man that planted the seed of this empire right here in Sarn so long ago. What teetering and twisted life it still holds dear, this land owes to you, duelist. Of course, there will be more. You know that, don't you? Emperors. Avaricious little pests scrabbling to steal the legacy of their betters. Unless we burn that legacy, sear its infection from the flesh of existence. Go north, my lovely unbug. Go to Highgate, to the beginning of the end. Dive headlong into the nightmare sea. Catch and roast yourself a nice big fishy. What? Finde den Ausgang zu Akt 4. Gibt doch hier einen Otter. Spannend. A stroll along a picturesque canal? Some time in the mountains? What could be more relaxing? Hm. 33 bis 71 und 18 bis 32 noch. Das sieht halt auch geil aus, Alter. Hakenschwerter. So wie Kabal von Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ja, wir haben schon 133er Rüstungsschuhe. Was geht denn mit uns? Immun gegen Entzündung, während Flächenwirkung, während Brand. Meh. Wir haben schon überall so gutes Zeug, Alter. Ich will einfach mal jetzt nach dem ganzen Stress einmal nach Löwenauges Wacht. Mal da ein paar Sachen verkaufen. Einfach nur, weil es schön ist, mal wieder hier zu sein.
Stay sharp out there. Holy crap, Alter. You were a welcome sight. Na, er hat doch auch ein Versteck für uns jetzt. Another day in damnation. Das kennen wir ja schon, stimmt. Von Haku, das ist ja diese Küste. Bist du an sich, da sind wir doch One-Hit, wenn uns die Monster erwischen. Wo war denn das? Im Waldlager war das, ne? Wo die ganzen, stimmt, da ist die Alte mit ihren Totems und da ist die Jägerin Alte. Und die sind ja, glaube ich, beide Level 3. How can I help? Sil Kellenor. Go with courage. Be well. Die haben ja nichts für uns. Greetings. Dead or alive, in the crypt or the hut, inspiration must reside. The dead have spoken to me of a suitable resting place, somewhere in which to conceal and nurture our art until it is ready. The place is ours for the taking, should we only wish it. We'll make an artist out of you yet, Exile. Wie ist denn das, wenn ich so ein Versteck habe? Kann ich es auch jederzeit noch ändern? Look at it this way. Taken at face value, there is little to recommend the rotting cadaver. It's all a matter of recognizing potential. Das ist aber sehr, sehr... Also wenn die alle so düster sind, Alter, dann würde ich sagen, schnappen wir uns wirklich das von Ole Haku. Wenn der eins hat, Alter, wo schön Sonne scheint und so. Hallo. Something caught. Aber hier sind ja keine, die irgendwie ein Level haben. Oh. To kill a man like Dominus. That's an accomplishment worthy of Kaum, my greatest ancestor. Were we in Namakanui? I'd make you a Makanga, an honored warrior. But we are not in Namakanui. We dwell in a city of death, and my respect is all the honor I can bestow on you. Na, du könntest mir auch irgendwas schenken. Be well. Ich bin mal gespannt, in Akt 4 muss es ja jetzt auch wieder eine Stadt geben. Von hier oben sollen wir uns ja ins Meer der Albträume stürzen, Alter. Das mache ich jeden Montagmorgen, wenn ich zur Arbeit fahre. Das heißt, mich kann da nichts schocken. Die halten aber ordentlich was aus. Und da ist Ola Haku. Marihuana, auch dir, Haku. Was machst denn du hier? Okay, da geht's ordentlich weiter. Lost Warrior. Jo. Dann suchen wir die Karui-Seele. Bin mal gespannt, Alter. Ist ja doch immer ganz lustig hier drin.
Und in sowas waren wir ja auch schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr. Feiern wieder eine Kellerparty. So, Tonschuhe hochwertig. Und da ist die Kaori-Seele. Eine Minute 21 haben wir, um hier rauszukommen. Sag mal, so sollten wir es schaffen. Da können wir noch 5 Seelen holen. Easy. On behalf of the ancestors. On behalf of the angels. Das ist eigentlich das, was er sagen wollte. Also langsam kriegt das Ganze hier so einen richtig heftigen Diablo-Feel. Rather well. Also optisch meine ich jetzt. Vom Gameplay und alles schon ewig. Es macht mir so viel Spaß, Alter. Ich hoffe dir auch, wenn ja, mein Freund, du auf YouTube, hinterlass mir doch gerne ein Like. Und einen netten Kommentar, freue ich mich sehr drüber. Kannst mir ja mal schreiben, was du so in dem Game schon für Builds gebaut hast. Kommt dann gleich das geheime Q-Level. Weiß gar nicht, haben die hier auch irgend so ein Easter Egg-Ding drin? Ich bin nicht erzückt. Ah, okay, das geht nicht. Ich dachte, wir können vielleicht direkt rüberspringen. Ich weiß auch nicht, was die haben.
Die Zombie-Soldaten von heute sind einfach nicht mehr die Zombie-Soldaten von früher. Einfach alle verweichlich. Na. Na. Sowas haben wir noch gar nicht gehabt, Alter. 10% Chance auf Entgehen von Angriffen, 10% Chance auf Entgehen von Zauberschaden. Das ist nice. Gladiatorenhelm. Jetzt kriegen wir den richtig guten Shit anscheinend. Oder auch nicht. Nee. Spiel hat zu wenig Flächenplätze. Ja, kommt immer drauf an, was du für ein Bild hast, ne? Wenn du einen hast, wo du extrem auf Mana baust, ist natürlich richtig schlecht. Survivor, you are well prepared for the end. This is a fine capture. So. Greetings. Greetings. Wir können immer noch nicht eine Umwandlungssphäre. Haben wir sogar mehr im Endeffekt, als wir Portalrollen haben, ne? Aber wir holen trotzdem erstmal die hier. Hier haben wir sogar noch so einen Scheiß, Alter. Wir gehen mal kurz in die Menagerie. Nicht, dass du wieder meckerst, lieber Mantauran, Alter, dass ich hier eine Portalrolle umsonst verballer. Ja. Das sind schon echt gute Sachen dabei, aber für uns natürlich völlig unnütz. Ich meine, gut, auch nicht völlig unnütz, ne? Ach so, warte mal. See you, Survivor. Bin aber immer noch stolz auf unsere Rüstung, die wir uns quasi selber so gecraftet haben. Wenn wir es irgendwann mal schaffen, wirklich einen Sixling zu machen auf ein Unique, Alter. Es gibt da so ein paar Unique-Rüstungen, die hätte ich natürlich ultra gerne, aber die hätte halt jeder ultra gerne. Oh, was war denn das gerade? Hast du den Schatten gesehen? Als ob ich jemals gemeckert habe. Hier unten, ne, für alle, die es nicht wissen, da unten Echtzeituhr. Und ja, es ist eine verdammt bekloppte Uhrzeit.
ohne Kommentar einfach reinmachen. Okay. Ich glaube, das beantwortet die Frage, was ist denn das für ein Riesenschatten? Komm schon. Mana-Fläche, damit wische ich mir einen Arsch. Die gute Blutrauschgemme, Alter, ich nutze das so selten. Obwohl das so gut ist. Ich trau mich immer nicht, weil wir halt Schaden reinbekommen, ne? Und das nicht wenig. Wieder beim Thema sind mit Transparenz, ne? Wenn man irgendwo lang latscht. Wolfshaube sieht auch ganz witzig aus. Haben wir eine? I can't do this just yet. Es gibt immer so Momente, da will ich mit den WASD-Tasten. Irgendwie durchs Spiel laufen. Und merkt dann direkt danach so. Das geht nicht. Gerade Wolfstaube gelesen. Okay. So, hören wir uns an, was da unten gibt. Eine Notiz. Hauptmann Vincenti. Vincenti, Hohenpforte hüte das Geheimnis über die wahre Herkunft der Gem. Befreit die Burg. Befreit den Berg von diesen Market-Parasiten und sichert den Eingang zu den Minen. Enttäuscht mich nicht, Vincenti. Wie ihr wisst, wisst ihr ziemlich viel, wenn ihr das wisst. Denn zu wissen ist ganz wichtig. Gerade bei uns. Außerdem kann mein Unmut einen Mann verändern. Piety. Naja, um Piety müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Piety war mal... Langes Zerr. Weder Piety noch Dominus. Machen jetzt noch Stress. Es ruckelt. Wir sind in der Stadt. Der verschwundene See. Pira. Navali, Petarus und Vanya. Da ist irgendein Siegel.
Das ist eine große Stadt, Alter. Oyun und Lady Diala. Die ist auch hier, Alter. Das muss eine Stadt sein, ja, wenn es ruckelt. In Tasumi. Das sieht nice aus hier. Mit so Wassergärten. Der ewige Albtraum. Ihr habt hohen Pforte erreicht. Ein Lager der Maraket. Diala erwartet euch. Sprecht mit ihr, um mehr zu erfahren. Mehr was? Wir quatschen erstmal mit allen anderen. Kira! Mein Schatz, wie geht's dir? We opened the gates to you for two reasons only. Dominus and piety. They made themselves our enemies. You made them dead. Now, Oyan believes there is a third reason. The beast is our enemy. Perhaps you can make it dead as well. Pride is a common flaw in men. We Maraketh beat such sickness out of our boys. Do you know why, duelist? If left unchecked, pride becomes a plague. There is a cure, of course. It's called devotion. Sind das Amazonen? Klingt ein bisschen so. May fear guide you. Many great things begin at the foot of a mountain, Exile. So too do many tragedies. Often a path becomes a fork, and the echoes of your actions push you down one side or the other. Do you know where you are being carried? Would you like to? Wisdom of one's... See you. I saw you fight back in Theopolis. You were good. But what you did back there in Sarn, it was terrifying. True. Don't misunderstand me. Piety, the rest, they deserve what they got. But there's no one like that here. These Maraketh, they're good people. Oh, he knows that, Vanya. I hope so, Petaris. Auf jeden Fall scheint sie nicht gerade kalt zu sein, weil... Also... Ne? Ja. An sich nicht sehr warm angezogen. Wenn man mal so sagen darf. Türen sind mit einem Siegel verschlossen. Okay. Ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit dieser Tasumi hier unten. Oder dem? Dem. I am Tasuni. He who peers into the gloom. Who hears the black hearts that thunder within the mountain deep? If you seek enlightenment, find a torch. If you seek to understand the nightmare, I can help feel your way through the darkness. You have bled and you have murdered, duelist. Why? For your precious glory. Mm-hmm. And where are you now? At the end of a world on the brink of extinction. Glorious. Ja, aber ich habe eine geile Rüstung. Weissagungskarte. Ja, die habe ich jetzt nicht. Bei ihm können wir die Weissagungskarten abgeben. Nice. Tortured yet unbroken. Ja. Das ist voll schön hier, ja. It is the path of blood and glory that leads you to our gate. We Maraketh understand this path, yet we fight for our tribe, our Kara. You fight only for yourself, care only for yourself. That is your strength.
Love breeds fear. You have no such weakness. And that is why you will kill the beast within the mountain. Lady Diala has told me this. She has much faith in you, duelist. The question is, can we Maraketh share in her faith? Sir Kemmer Deshret sealed the mines, trapped the nightmare within its black den. The beast should never have been imprisoned. The beast should have been destroyed, yet for all her ferocity, it seemed that Deshret lacked the courage to do so. And now, after 2 centuries guarding this hole in the ground, this Akara lacks the strength. But you are not Deshret, and you are not one of us. You will succeed where we have failed. Deshret's banner will break the seal and open the mines. It was taken from her when she fell to Vol, the brittle emperor. Take the stairs to the southwest. Descend to the dried lake. You shall have no trouble finding the brittle emperor. You'll smell him before you see him. Bring Deshret's banner home, and you will be free to pass into the darkness as you wish. Das klingt doch mal wie ein Angebot. Go where you are needed. Oh. Not a cockroach. Hello. Hi. Aber mit ihm müssen wir jetzt gar nicht mehr quatschen, oder was? Nö. Bye bye. Bye bye. So. Leute, Alter. Hallo an alle, die um die Uhrzeit noch reingeschaltet haben hier. So. Dann schauen wir nochmal. Ich suche die ganze Zeit. Ach, da ist die Truhe. Sah auch schon mal besser aus mit Idefixen. Müssen wir mal wieder ein bisschen sammeln gehen. Hello. Bye. So. Ich meine, wir haben eine Weissagungskarte, ne? Da brauchen wir 4 Stück. Und dann bekommen wir eine Lebensrüstung. Vielleicht kommen Siegfried und Roy hinter Vorhang hervor und der weiße Tiger ist schon da. Meinst du, die haben den diesmal gefüttert vorher? Darüber macht man keine Witze. Ah, darüber macht man keine Witze. Das hätte mir aber auch sofort ins Gesicht springen müssen. Der verschwundene See. Nice. Now this is grim. Wo sind unsere Fußspuren? Deswegen haben wir an manchen Stellen ein bisschen Probleme gehabt. Wir hatten unsere Fußspuren nicht an. Oh, warte mal, die kennen wir noch gar nicht. Hör doch hier so ein Flattervieh. You are captured. Stupid beast. Ist dann was mich hier erinnern, hier die Typen? Kennt ihr dieses übel schlechte Metal Gear Survival Game, was jetzt rauskam?
Die sehen so ein bisschen aus wie die. Stahlschuppenstiefel, keine Stahlstulpenstiefel. Gefüttert war der Tiger bestimmt, hat sich sicher nur erschrocken. Hey, ich habe mal in so einem Interview gehört, dass die wohl sagen, dass der gewittert hat, dass mit ihm irgendwas nicht war. Und deswegen der Tiger sich da irgendwie unwohl gefühlt hat und das gab dann halt irgendwie eine Panik und dadurch hat er ihn irgendwie angegriffen. Das ergibt für mich alles keinen Sinn. Holy crap. I believe in traveling light. Rüstung 8. Krass, völlig OP. Rüstung 8. I believe in traveling light. Wie es aussieht, beliebst du aber auch in nicht ordentlich hier dein Inventar zu müllen. Den jetzt noch 10 Mal, dann hast du wieder jede Fixe. Ja, das gab echt viel, wa? Greetings, Survivor. Gehen wir in eine Menagerie? Verkaufen wir den Shit? Hello? Hi. Ich überlege, ob wir wieder mal einen Versuch starten, so ein kolossales Lebensfläschchen irgendwie zu bekommen. Na, damit wir quasi das nochmal ein bisschen abarbeiten. Wir versuchen ja immer noch die Liga-Herausforderungen auch abzuschließen, denn auch wenn es vielen vielleicht wieder entgangen ist, wir spielen ja hier immer noch die Liga. Und die Liga ist im Endeffekt einzig und allein, dass man hier die Viecher fangen kann. Alles, was wir sonst machen, hier die Story und so, das ist ganz normale Game, ne? Das für alle Leute, die das vielleicht noch nicht geblickt haben. Captured.
Trotzdem richtig krass ist er auch nicht hier. That I just did you a favor. Ich sag mal so, viel falsch mit unserem Bild machen wir anscheinend nicht, wenn wir hier so ganz gut durchkommen. Das sieht geil aus. Wir verteilen auch gleich den Punkt. Ich bin immer noch am Überlegen. Aber wir müssen erstmal hier oben hin. Ich will da unbedingt relativ schnell hin. Weil wegen wirst du schon sehen. So, was haben wir denn hier? So. Bekommen wir aber auch hier die ganze Zeit so viel Shit, Alter. Das... Mann, ey, sind nur noch am Idefixen. I vowed to care for this empire with my eyes open. I lied to my people. I lied to myself. Blinded by my lust for purity, I placed my faith in the most corrupt of men. I watch now as my legion dies, their flesh melting from their twisted bones. They fall and rise. A tide of mortal death and eternal damnation. I feel it now in my own flesh. The heat, the corruption. I have failed you, my empire of purity. Do not forgive me, but please, I beg of you, survive me. Mit wem ist er denn ein Deal eingegangen, Alter? Sag jetzt bloß mit unserem alten Freund Malakai. Mein Wundern würde es mich nicht mehr. Das Lebensfläche musst du jetzt die passenden Bestien fangen. Flächen brauchst du dazu nicht. Das wissen wir, das haben wir ja versucht in einem Tag. Ich meine, das Banner haben wir. Das heißt, wir könnten eigentlich schon wieder zurück. Ja, komm. Survivor, you are well prepared for the end. Ich habe echt überlegt, ob ich jetzt einfach drauf haue. Okay. Diese kleinen Springviecher, die sind genauso scheiße wie die Affen.
Ne? Ne? Was? Bist du... Ich muss sagen, optisch macht jetzt die Ebene hier wirklich nicht irgendwie großartig was her. Also hatten wir echt schon schönere Gegenden, oder? So. Ich meine, wir könnten jetzt mit einmal zur Menagerie den ganzen Scheiß, den wir jetzt aufgesammelt haben, zumindest wegbringen. Das ist auch so eine Riesenebene. Kann nicht jede Karte in der Augenweide sein. Prepared for the end. Ne, Netze wollte ich jetzt nicht. Oder zur Menagerie. Menagerie. Mon amour. Hello. Ja, würde ich sagen, müssen wir nicht lange nachdenken, ne? Ach, Mann, ey. Ich vergesse das jedes Mal, dass das hier nicht geht. 22 bis 52? Nee. So, zack, zack. Die Teile können wir dann auch verkaufen. Best prepare, Survivor. Ich bin der Meinung, man muss sein Spiel so lange entwickeln, bis jeder Winkel des Spiels eine Augenweide ist. Meinst du, er hat gelacht, weil wir zu blöd waren, da die Gemmen rauszunehmen, weil wir nicht gecheckt haben, dass wir im Verkaufsbildschirm sind? Kannst du recht haben. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir hier vielleicht auf der Karte noch irgendwas Essenzmäßiges finden oder so, aber hier scheint echt einfach tote Hose zu sein. Die Map existiert nur, damit hier dieser Woll-Typ und ich
weigere mich, ihn voll zu nennen. Trojanischer Käfer, wenn nach dem Zerschlagen die Soldaten rauskommen. Mit Sicherheit. Gut. Also ich würde sagen, das haben wir abgefrühstückt hier. Ging ja doch relativ flott. Dann können wir da jetzt das Banner abgeben. Sie öffnet ja für uns das Siegel. Hat sie ja gesagt, hat sie. Hatte gesagt. Wäre besser, wenn sie sich dran hält. Also für sie. Was ist Ansturm? Das müssen wir nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, was Ansturm ist. What do you require? The wind carries the welcome aroma of shattered bones. It is good to see that you know how to fell even the monarchs of Nightmare. Once you mount Deshret's banner upon the mine's entrance, Deshret's seal will be broken, and the darkness will become your hunting ground. Our hopes are with you. Also wir sollen selber das Siegel brechen. Aber ich will so ein Teil. Wenn Ansturm die deutsche Übersetzung ist für Onslaught, dann bringt das 20% Attack, Cast und Movement Speed. Aber wie hoch ist die Prozentzahl? 25%ige Chance. Aber das ist wahrscheinlich auf Stufe 1, ne? Guck gerade, ob wir hier irgendwas. Alles nicht das Wahre. Ich frag mich, wir haben bis jetzt auch noch keine. Das wird wahrscheinlich. Oh shit, Alter, das wird mit Alt auch noch geöffnet. Das ist ja der Shit, Alter. Nice, nice, nice. Okay, cool. Nee, was ich sagen wollte, wir haben halt noch keine Sockel, also keine Ringe mit Sockeln gefunden. Ich weiß, dass es auch Ringe mit Sockeln gibt, also mit einem Sockel. Naja, halb so wild. So, Leute. Wir haben wieder einiges geschafft. Und sind jetzt aber auch am Ende angekommen. Puh. Überleg mal, Alter. Akt 3 hinter uns gebracht. Wir sind in Akt 4. Haben schon das Siegel gebrochen. Haben schon nicht mehr unsere Mütze auf. Kommt jetzt aber wieder ruf. Zumindest vorerst. Sieht natürlich scheiße aus mit dem Teil. Aber naja, halb so wild.
für die Leute auf YouTube gilt. Ich freue mich über jeden Like und Kommentar, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Da, wo mein Finger verschwindet, da drüben. Ne? Da sind die ganzen Links. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke für jeden Like und Kommentar, wie gesagt. Und danke an euch hier im Livestream. Hat mir super viel Spaß gemacht, Alter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.